Das erste Video ist heute eine Zusammenstellung vom Kanal Really Haunted. Diesen verfolge ich ja schon seit Anfang an und es gibt einige neue Videos auf dem Kanal, die ziemlich unheimlich sind. Diese möchte ich euch natürlich unbedingt zeigen. Nicht nur, weil ich sehr auf eure Meinung zu den Videos gespannt bin, sondern weil ich nach wie vor glaube, das, was wir dort sehen, könnte tatsächlich real sein. Fangen wir an.
Did you send Lee then? If you said Lee, say it again for me clearly. Confirm to me how many spirits are in this house. Could you touch my hands? Could you come over to me and show yourself and touch one of my hands? I invite you in. Viel Material. Ich habe diesmal bewusst auf Zwischenkommentare verzichtet. Ich wollte, dass ihr euch unvoreingenommen eine Meinung zu den Aufnahmen bildet. Ich finde, egal ob es nun ein, in Anführungszeichen, Ort war, der auf Lee oder irgendwelche Möbel geflogen ist, die dunklen Schatten, die teilweise zu sehen waren, der Angriff auf Lees Frau, die Aufnahme mit dem Hund, sonstige Dinge, die sich bewegt haben und auch die Aufnahme am Ende mit der Kinect. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass bei diesem... Ich bin jedenfalls sehr auf eure Meinung gespannt und würde mich freuen, wenn ihr diese in die Kommentare schreibt. Im zweiten Video sehen wir Thomas. Thomas wohnt in einem Haus, welches im 19. Jahrhundert erbaut wurde und in den 1960ern einem Kult als Hauptsitz diente. Der Kult hielt regelmäßig satanische Messen in dem Haus ab und genau aus diesem Grund ist Thomas auch davon überzeugt, dass es bei ihm spukt. Als eines Abends mal wieder der Strom ausgefallen ist und Thomas merkwürdige Geräusche in seinem Haus wahrnimmt, begibt er sich auf die Suche nach der Ursache für die Geräusche. Das sollte keine gute Idee gewesen sein. It's dark. Turn on the light. And the light doesn't work. Great. Oh wait. Night vision. Okay. Night vision. It's on. Okay. I don't like going downstairs. Alright. He came from my office. Thomas hat sich vor diesem unheimlichen Etwas so erschrocken, dass er sein Handy fallen ließ und die Aufnahme damit beendet war. Bis heute weiß Thomas nicht, was das gewesen ist und woher es kam. Er vermutet aber, es könnte ein Dämon oder vielleicht sogar eine Art Hexe gewesen sein. Die einzige Information, die ich noch habe, ist, dass Thomas kurz nach diesem Vorfall ausgezogen ist und das Haus verkauft hat.
Was haltet ihr von dem Video? Und noch wichtiger, könnte das für euch ein Dämon oder eine Hexe sein? Oder ist das Ganze doch nur inszeniert? Ihr entscheidet. Wenn dir das Video gefällt, lass doch einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal und aktiviere die kleine freundliche Glocke, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Ungi.